Hallo, in diesem Video lernen wir, wie man trigonometrische Funktionen zeichnet, ohne Punkt für Punkt vorgehen zu müssen. Hoffentlich könnt ihr nach diesem Video auch eine trigonometrische Funktion ansehen und sofort ihre analytische Definition erkennen. Fangen wir also an. Nehmen wir f von x. Ich prüfe mal, ob ich alle richtigen Werkzeuge verwende. Sagen wir, dass f von x gleich 2 Sinus von 1/2 x ist. Wir erkennen gleich mehrere interessante Sachen. Wie unterscheidet sich das hier von der üblichen Sinusfunktion? Naja, hier multiplizieren wir die ganze Funktion mit 2 und der Koeffizient auf dem x-Term ist ebenfalls 1/2. Und wenn ihr euch einige Videos angesehen habt, wisst ihr, dass dieser Term die Amplitude und dieser Term hier die Periode oder die Frequenz beeinflusst, was der Kehrwert der Periode ist. Es hängt davon ab, ob man von der Funktion oder von ihrem Kehrwert spricht. Fangen wir mit der Amplitude an. Diese 2 sagt uns, dass die Amplitude dieser Funktion 2 sein wird. Denn wenn hier 1 wäre, dann wäre die Amplitude auch 1. Also wird es das Doppelte davon sein. Zeichnen wir eine gestrichelte Linie oben bei 2y. Und dann noch eine Linie bei minus 2y. Also wissen wir, das ist die Amplitude. Wir wissen, dass die Funktion irgendwie zwischen diesen beiden schwingen wird. Aber wir müssen herausfinden, wie schnell sie zwischen den Punkten schwingt, beziehungsweise was ihre Periode ist. Dafür gebe ich euch hier eine kurze Formel. Die Funktion ist gleich der Amplitude mal sagen wir Sinus, aber wir könnten auch mit dem Cosinus arbeiten. Die Amplitude der Funktion mal Sinus von 2 Pi geteilt durch die Periode der Funktion mal x. Das hier ist ein p. Man erkennt vielleicht nicht sofort, wo das hier herkommt. Vielleicht nach diesem Video oder in zukünftigen Videos, wenn wir experimentieren, werden wir sehen, was passiert, wenn man diesen Koeffizienten auf dem x-Term verändert. Und ich denke, ihr werdet dann verstehen, warum diese Gleichung stimmt. Aber nehmen wir das hier erstmal als bare Münze hin, dass 2 Pi geteilt durch die Periode der Koeffizient von x ist. Sagen wir also, 2 Pi geteilt durch die Periode ist gleich dem Koeffizienten und diese ist 1/2. Ich weiß, das ist ziemlich durcheinander. Das gehört nicht hierzu. Also ist 2 Pi geteilt durch die Periode gleich 1/2. Oder wir könnten sagen, dass die Hälfte der Periode gleich 2 Pi ist. Oder die Periode ist gleich 4 Pi. Also wissen wir, die Amplitude ist gleich 2 und die Periode ist gleich 4 Pi. Und wieder einmal, wie haben wir herausgefunden, dass die Periode gleich 4 Pi ist? Wir haben diese Formel verwendet. 2 Pi geteilt durch die Periode ist der Koeffizient von x-Term. Also setzen wir 2 Pi geteilt durch die Periode gleich mit 1/2 und das ergibt, dass die Periode gleich 4 Pi ist. Also, was ist f von 0? Na, wenn x gleich 0 ist, ist dieser ganze Term 0. Was ist also der Sinus von 0? Der Sinus von 0 ist 0, falls ihr euch erinnert. Man könnte wohl einen Taschenrechner benutzen, aber solche Sachen sollte man sich merken. Oder ihr schaut euch zur Erinnerung den Einheitskreis an. Der Sinus von 0 ist 0 und 0 mal 2 ist auch 0. Also ist f von 0 gleich 0. Wir zeichnen das hier ein und wir wissen, dass die Periode gleich 4 Pi ist. Das heißt, dass die Funktion sich nach 4 Pi wiederholt. Wenn wir also nach außen gehen, sollte sie sich ab hier wiederholen. Und jetzt können wir die Funktion einfach so zeichnen. Das braucht etwas Übung, aber ich werde sie erst zeichnen, dann können wir sie noch etwas genauer untersuchen. Die Funktion wird also so aussehen. Howeia, das ist schwieriger, als ich dachte. Und es geht auch in diese Richtung weiter. Beachtet, dass diese Periode von hier bis
hier ist. Diese Entfernung ist also 4π. So lange dauert es, bis sich die Funktion wiederholt oder bis sie einen Kreis durchläuft. Man könnte auch, wenn man will, diese Entfernung von hier bis hier messen. Das würde auch 4π sein. Und das ist die Periode der Funktion. Und dann natürlich die Amplitude der Funktion, genau hier. Die ist gleich 2. Hier ist die Amplitude. Und dann die Periode von 4π, die wir aus der Gleichung haben. Man könnte das auch sehen als, ich radiere mal einige Sachen weg. Sagen wir, das alles hier wäre nicht da. Nehmen wir an, ich wüsste nicht, was die Funktion ist. Ich radiere mal das hier alles weg. Und alles, was ich sehe, wäre diese Graph und ich würde in die andere Richtung gehen. Versucht herauszufinden, was die Funktion für den Graph ist. Dann würden wir einfach sehen, wie lange es braucht, bis die Funktion sich wiederholt. Es braucht 4π Radian, bis sich die Funktion wiederholt. Also könnte man bildlich sehen, dass die Periode dieser Funktion 4π ist. Dann würdet ihr fragen, aber was ist die Amplitude? Das ist ganz einfach. Man schaut, wie weit die Funktion nach oben oder nach unten geht. Sie geht 2 nach oben, richtig? Wenn man die Amplitude betrachtet, schaut man nicht auf die gesamte Schwingung, sondern nur auf die Bewegung oberhalb oder unterhalb der x-Achse. Die Amplitude ist also 2. Ich benutze die falsche Farbe. Die Periode ist 4π, die Amplitude ist 2. Dann würdet ihr sagen, das ist doch eine schwingende periodische Funktion. Ist es eine Sinus- oder eine Kosinusfunktion? Also die Kosinusfunktion, vorausgesetzt wir verschieben sie nicht entlang die x-Achse, was ich in einem künftigen Video tun werde, der Kosinus von 0 ist 1, richtig? Und der Sinus von 0 ist 0. Und was ist diese Funktion bei 0? Einfach 0, richtig? Das ist also eine Sinusfunktion. Also würden wir diese Formel hier verwenden. F von x ist gleich der Amplitude mal dem Sinus von 2π geteilt durch die Periode mal x. Also wissen wir, f von x ist gleich der Amplitude mal Sinus von 2π geteilt durch die Periode von 4π mal x. Und diese zwei heben sich natürlich gegenseitig auf. Dann hebt sich das hier auf und wird 2 Sinus von 1/2x. Ich weiß, das ist schwer zu lesen. Entschuldigt bitte. Also frage ich jetzt, wie würde diese Funktion aussehen? F von x ist gleich 2 Cosinus von 1/2x. Na, sie würde genauso aussehen. Aber wir werden an einem anderen Punkt anfangen. Was ist der Kosinus von 0? Wenn x gleich 0 ist, ist dieser ganze Ausdruck gleich 0. Der Kosinus von 0, wie wir gelernt haben, ist 1. Also ist f von 0 gleich 2. Ich schreibe das auf. F von 0 ist gleich 2. Ich nehme mal eine andere Farbe. Wir würden hier anfangen. F von 0 ist gleich 2, aber alles andere bleibt gleich. Die Amplitude ist gleich und die Periode ist gleich. Jetzt wird es also so aussehen. Ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander. Das ist schwierig. Jetzt wird die Funktion so aussehen. Und wir gehen jetzt hier abwärts und dann dort wieder aufwärts. Und auf dieser Seite wieder das Gleiche und weiter. Also, seht ihr, die Kosinusfunktion und die Sinusfunktion sehen sich sehr ähnlich. Und man unterscheidet die beiden, indem man schaut, was sie normalerweise tun. Aber der einfachste Weg ist zu schauen, was passiert, wenn man 0 in die Funktion einsetzt. Was passiert an der y-Achse, wenn x gleich 0 ist? Oder wenn der Winkel, den man einfügt, gleich 0 ist? Vorausgesetzt, wir verschieben nichts, das lasse ich erstmal außen vor. Dann ist der Sinus von 0 gleich 0 und der Kosinus von 0 wäre 1. Und da wir mit diesem Faktor hier multiplizieren, wird aus der 1 eine 2. Das ist also der Graph des Kosinus von x. Das hier ist der Graph des Sinus von x. Und das ist ein kleiner Hinweis auf die Verschiebung. Beachtet, dass der rosa Graph oder der Kosinus von x dem grünen Graphen sehr ähnlich ist. Er ist einfach nur in diese Richtung verschoben, in diesem Fall verschoben um pi. Und das hat etwas zu tun mit der Periode des Koeffizienten. Im Allgemeinen ist der Kosinus von x der um pi durch 2 nach links verschobene Sinus von x.
Aber ich will euch nicht so sehr verwirren. Die Zeit für dieses Video ist abgelaufen. Ich werde ein anderes Video machen mit einigen ähnlichen Beispielen.